Jo Leute und herzlich willkommen zur Scharfschütze-Herausforderung Nummer 6. Und diese besagt, töte eine Person, die mindestens 660 Fuß entfernt ist, mit einem Scharfschützengewehr. Ja, ganz easy, also ein Scharfschützengewehr bekommt ihr natürlich beim Büchsenmacher, also bei einem Waffenladen. Und ja, ansonsten zeige ich euch einfach mal, wo ich das mache. Und zwar hier. Westlich von St. Denis gibt es hier so eine kleine Brücke, die ein bisschen erhöht ist. Was ich euch auch raten würde, zum nehmen oder beziehungsweise es hier zu machen. Wenn ihr einen besseren Spot kennt oder auch andere Spots, wo das so geht, könnt ihr die nehmen. Also ich ziele mit dem Scharfschützengewehr in Richtung St. Denis. Also das hier hat halt so eine gute Entfernung schon. Also die man schon dafür braucht. Und ja, wenn ihr einen anderen Spot kennt, dann könnt ihr natürlich auch den nutzen. Ich benutze hier ein Scharfschützengewehr, ist ja klar, müssen wir auch. Und ja, da hinten läuft zum Beispiel eine Person. Einfach Deadeye aktivieren. Und zack. Muss ein bisschen weiter nach vorne zielen, weil das Markieren mit dem Deadeye geht nicht aus der Entfernung. Aber ja, so einfach geht das. Und ja. Ich hoffe, es hat euch geholfen und auch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen, denn das motiviert mich wirklich, für euch weitere Videos für Red Dead Redemption zu bringen. Ansonsten sehen wir uns bei der Scharfschützen-Herausforderung Nummer 7. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.